Die Ahnen des American Staffordshire Terrier sind die Bull and Terrier. Rassekennzeichen waren die Eigenschaften der Bulldogge: kräftig, robust und menschenlieb, und die der Terrier: scharf und aggressiv. Damals wurden die Hunde hauptsächlich nur für einen Verwendungszweck gezüchtet: den Tierkampf in der Arena. Diese Hunde mussten gegen fast jedes Lebewesen antreten, dem sie kräftemäßig auch nur halbwegs gewachsen waren. 1860 kam der Bull Terrier mit britischen Einwanderern in die USA. Die Hunde wurden auf Farmen eingesetzt, als Wächter für Familie, Hof und Vieh. Der Import dieser Rasse nach Deutschland ist verboten. Der American Staffordshire vermittelt den Eindruck von Stärke. Er ist muskulös. Der Amstaff zeigt großes Interesse an allem, was in seiner Nähe passiert. Größe und Gewicht sollten zueinander in richtiger Proportion stehen. Dabei sollte die Schulterhöhe bei Rüden zwischen 46 bis 48 cm, bei Hündinnen zwischen 43 bis 46 cm liegen. Der American Stafford ist ein wahrer Familienhund. Er will sein Rudel beschützen und greift gegebenenfalls ein. Nicht nur körperlich, auch geistig will der Terrier gefordert werden. Außerdem ist er für alle Arten von Hundesport geeignet. Eine Ausbildung als Sanitäts- oder Katastrophenhund steht auch nichts im Wege. Der Amstaff hat einen ausgeprägten Spürsinn. Bei der Ausbildung zum Schutzhund stellt weder die Ausbildung noch der Sport selbst eine Gefahr für andere dar. Hier werden die Hunde nicht scharf gemacht. Eher ist das Gegenteil richtig.